Der schlechte Zustand unserer Verkehrsinfrastruktur war ja das prägende Thema des vergangenen Wahlkampfs. Und er bleibt für unsere Bürger ein ständiges Ärgernis und wird uns in der Politik sicher noch eine Weile begleiten. Und dabei denken wir dann immer an Autobahnen, an Brücken und an Schlaglöcher. Der sogenannte ruhende Verkehr findet in der Debatte dafür regelmäßig nicht statt. Dabei ist die Parkplatznot gerade hier in NRW und mit der hohen Bevölkerungsdichte und den vielen Ballungsräumen ein immer drückenderes Problem. Der Geschäftsführer des Städtetages NRW erklärte hierzu kürzlich, Zitat, vielerorts ist der Straßenraum zu 100% ausgelastet. Die Folge sind steigende Belastungen für Fußgänger und Radverkehr und eine erhöhte Unfallgefahr. In Wohnquartieren, besonders in städtischen Altbauquartieren, ist die Parkraumnot besonders groß. Heute Morgen noch war im WDR zu hören, dass die Feuerwehren und Rettungsdienste beklagen, dass zugeparkte Feuerwehrzufahrten an vielen Orten inzwischen zum Alltag gehören. Ich kenne es aus meiner eigenen Heimatstadt, da sind viele Straßen insbesondere nachts so zugeparkt, dass an ein Durchkommen für Rettungsdienste und Feuerwehr nicht zu denken ist. Neben diesen lebensgefährlichen Auswüchsen gibt es natürlich auch noch andere, durchaus ernst zu nehmen. Die Gewerbetreibenden in den betroffenen Gebieten beklagen regelmäßig Fremd- und Falschparker auf ihren Flächen, ein Problem, mit dem sie dann in der Regel selbst klarkommen müssen. Und natürlich müssen dieselben Gewerbetreibenden auch mit Umsatzeinbußen leben, denn der motorisierte Kunde fährt in solche Gebiete lieber gar nicht erst. Meine Damen und Herren, insbesondere von der linken Hälfte des Hauses, 64 Stunden verbringt der durchschnittliche Autofahrer jährlich damit, nach einem Parkplatz zu suchen. Wenn also ein Diesel nach neuester Abgasnorm fährt, sind das bei 3,3 Millionen Dieselfahrzeugen in NRW jährlich 507 Tonnen NOx. Kollege Blex hat mir versichert, das sei nicht so viel, aber ich bin sicher, das sehen Sie unter Umständen anders. Vom volkswirtschaftlichen Schaden und von der Energiebilanz sinnlos durch die Städte tingelnder Autofahrer wollen wir gar nicht erst anfangen. Liebe Kollegen, es ist uns natürlich klar, dass diese Angelegenheit naturgemäß eine Sache der Kommunen ist. Wir verzichten deshalb im Antrag auch ganz bewusst auf nähere Festlegung. Denn letztlich muss vor Ort entschieden werden, wie man mit dem Problem umgeht. Umgekehrt kann die Landespolitik angesichts dieser Problematik aber auch nicht einfach die Augen verschließen und muss der kommunalen Familie Hilfestellung anbieten und zumindest Minimalstandards festlegen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass dieser Landtag endlich ein Zeichen aussendet, auch das Zeichen, was von den regierungstragenden Fraktionen versprochen wurde, dass der jahrelange ideologische Krieg gegen die Autofahrer, der von Rot und Grün betrieben wurde, ein Ende findet und dass die Millionen von Autofahrern in NRW, die eine Menge Steuern zahlen, eine Menge leisten, auch die Wertschätzung genießen, die sie verdienen. Vielen Dank.